Goat Simulator. Oho. Real. Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Happy Wheels. Heute an diesem wunderschönen, etwas wärmeren Samstag stürzen wir uns mal wieder auf ein paar Level, abseits der von euch gebauten Herr Bergmann Level, sondern die bestbewertetsten der letzten Woche und wir legen direkt los mit Hobo. Description, I won't need it, you can easily tell how much time I have spent creating this level, give me your reviews in the replay comments, bla 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 bla. Hobo dürfte eigentlich bedeuten, dass wir einen Obdachlosen spielen. Ey, wow, wow, wow. Wow, aber ein Pixel-Hobo. Oh, Moment mal. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Okay, ganz kurz. Also, up ist move right, down ist okay, shift ist jumpen. Okay, gucken wir mal. Oder also, space, shift und bla bla bla, alles zusammen. Gucken wir mal. Hallo? Achso, hold space, aha. Ah, okay. Ey, Leute, schaut euch das an. Das ist der absolute Wahnsinn. Man könnte hundertprozentig meinen, dass wir hier nicht Happy Wheels. Wollen wir auf die Leiter oder wollen wir da zu dem... Ananas-Andi. Wir gehen mal zum Ananas-Andi. Nicht so sonst. Hey! Oh Gott, das ist ein Böser! Wir müssen weiter! Schnell weg hier. Könnte ein bisschen schneller sein, die Animation. Aber Leute, guckt euch das an. Also, da würde mich mal wieder interessieren, da muss doch rein. Theoretisch kann man Hintergründe importieren. Oder hat der Typ jetzt hier jeden einzelnen Pixel... Oh, kommen wir nicht hoch? Doch. Jeden einzelnen Pixel selber gezeichnet. So, da oben stand gerade irgendwas mit minus 50. Oi! Guck mal, wie wir... Oh, Ananas-Andi. Können wir jetzt hier gefahrenlos runterjumpen? Gucken wir mal. Okay, das ging. Oh Gott, das fast. Ja, sorry, sorry, sorry. Oh, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier einigermaßen... Oh nein! Oh Gott, oh Gott. Okay, wir haben noch einmal Punkt Energie. Ich hoffe mal, dass das Essen... Stand da nicht... Da steht Food. Da steht der Poop? Ich weiß es nicht. Yay! Oh, guck mal, wie cool die Animation hier ist. Es ist der absolute Wahnsinn. Also Respekt, wirklich. Richtig, richtig geiles Level. Da oben stand auch nochmal, dass wir 50 Points verlieren. Ach so, wir hätten es. Okay, also nach einer gewissen Zeit. Okay, aber wir haben es ja geschafft. Super geil, super geil. Also zu Recht ganz, ganz weit oben diese Woche. Can you survive? Okay, gucken wir mal vom Master Pro. Okay. Die Frage ist, was ist die Aufgabe? Müssen wir diesen Stuhl festhalten? Ach, da kommen Schwerter, okay. Ja. Okay, gut, aber da kommen die Schwerter wieder. Appa, tschukadu. Und jetzt über dem... Okay. Einmal noch. Vielleicht diesmal am Stuhl festhalten. Nee, aber wir leben rein theoretisch noch. Das überleben wir jetzt. Ich schwöre es euch. Erinnert ihr euch, als ich gesagt habe, dass ich euch schwöre, dass wir es überleben? Alright. Irgendwie geht jetzt alles schief. Können wir nochmal am Stuhl festhalten. Sehr gut. Und jetzt... Okay, alles klar. Gut, warum hat das so eine krasse Bewertung? Ich weiß es nicht. Machen wir nochmal weiter mit Slow-Mo Goalkeeper. Das klingt doch Santa Claus versus a Girl. Okay, das kriegen wir doch hin. Hey, der ist ja weggegangen. Okay. Sehr, sehr geil. Also, offenbar ist das auch hier die Quelle von Manuel Neuer, was Tricks für seine Rolle als Fußballkeeper, Goalkeeper angeht. Mann, was für ein schlechter Joke. Minigame-Screen von LOL-Spieler mit einem Ball-Throw, Sword-Throw, Jetfall und Rope-Swing. Okay, okay. Das mag ich immer sehr gerne übrigens, diese Level, die so mehrere Etappen haben, wo der Segway-Guy einfach nur so durchflutscht. Gucken wir mal, wo ist denn... Wir müssen einfach nur die Wind treffen. Okay, hold. Okay. Come on. Ich musste doch jetzt... Okay, gut. Oh nee, da müssen wir... So. Ich schnapp mir zuerst den Medium. Zack. Jetzt schneide ich mir Easy. Zack. Und jetzt Hard. Okay. Schneide ich mir den Typen nach unten. Nein! Das muss... Oh, das sieht gut aus. Und tschüss. Ah, ich liebe Sword Throw. Kann ich nicht anders sagen. Ich liebe es. So, jetzt natürlich die Frage. Jetfall? Oh, no! Das können wir ja schlecht beeinflussen, oder? Wir müssen irgendwie versuchen, einigermaßen uns mittig zu halten. Was hat da geklappt? Oh, Vorsicht. Oh, jetzt haben wir ein bisschen zu viel Speed drauf. Okay, okay, okay. Oh, wer ist er denn? Wer ist er denn? Oh, wir liegen ein bisschen ungünstig, aber... Wada, wir haben es geschafft. Sehr schön. Auch das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Machen wir 0% Impossible. Ihr wisst ja, ich liebe Impossible Level.
Und wenn das... Hallo, jo. die Katzen, die machen mich gerade schon wieder. Na gut, so, gucken wir mal. Ah, guck mal. Ah, okay. Das ist ja... Machen wir ganz gekonnt. Offenbar können wir nämlich hier durchflutschen. Papp. Zackidu. Okay. Was bedeutet das für uns, dass wir hier offenbar nicht durch können? Dass wir offenbar doch hier durch können und den Victory direkt gesnackt haben. So, machen wir Sword Kirby Rampage. Ich hoffe so sehr, dass es Kirby ist. Kirby? Kirby? Wie cool! Okay, Space, Start. Und dann, ah, okay, okay. Also rollen einfach nur jetzt, ja? Oh, ein Glassbreak! Wuhu, ich liebe Glassbreaks! Geilste! Aber hier macht der Glassbreak richtig Spaß. Aber den können wir offenbar nicht wegsnacken. Ananas Andi. Ui! Ja, mal kurz. Boah. Uiuiui. Das macht doch gerade echt richtig Spaß, hier durchzubrettern. Okay. Gucken wir mal, was noch so kommt. Was ist hier jetzt? Meatbox. Okay. Aber sie hat uns ja gar nichts getan, eigentlich. Na gut. Oh, der Weihnachtsmann. Yep. Den haben wir auch. Und da oben ist auch schon der Victory. Ich sag mal so 12 Sekunden. Nee, eben länger. 42. Oh Gott. Guck mal hier. Ich habe so viel Spaß, dass die Zeit total schnell vergeht. Den kenne ich allerdings nicht. Kennt ihr den? Ich weiß es nicht. Kennst du den, Mali? Ja, auch nicht. Ultimate Spikefall. Finde ich immer nicht so cool. Airfight Tournament? Why not? Okay, ach, wie so ein Lasersword-Ding hier. Ey, aber den kriegen wir doch. Wobei doch das, weiß ich nicht. Gucken wir mal. 5, 4, den haben wir auch gekriegt. Den haben wir auch gekriegt hier. Ja, und die Arme ab. Zack, aber unsere Arme werden das jetzt noch für unsere Dreizeln hier. Pass mal auf. Oder zumindest uns selber. Okay. Okay. Ja, muss ich leider sagen, gefällt mir jetzt nicht so gut. Neon Ball Force. Save the Pineapple. Okay. Ey! Okay, wir müssen sie schützen. Nein! Ananas Andi. Vielleicht ist das unsere Möglichkeit, uns mit Ananas Andi wieder gut zu stellen, indem wir die Ananas schützen. Wir haben sie in der Hand. Wir halten sie in der Hand. Und wir haben sie. Ananas Andi, wenn du das siehst, was hältst du davon? Kleines Friedensangebot. Würde mich freuen. Machen wir nochmal weiter mit 5 Ways to Die Epic. Okay. Accident Cookies. Ah, das hatten wir schon mal, ne? Hatten wir das nicht schon mal? Ja, doch, das hatten wir schon mal. Aber es scheint eine geupdatete Version zu sein. Zumal ich den gerade nicht gesehen. Nee, das ist ein neues. Metroid. Hey! Okay. Dead. Look. Okay, es kommt wahrscheinlich ein bisschen verzögert an. Explosive Diarrhoe. Aliens. Uh-oh. Ah. Fand ich gut. Wir haben auch irgendwann schon mal die erste Version des Levels gespielt. Die fand ich auch sehr cool. Goat Simulator. Oho. Make some mistakes over the place. Destroying many things. Sorry for any lags. Enjoy. Save your replies. Okay. Oh, yeah. Space Control. Okay, das kriegen wir hin. Space. Ah, okay. Was ist mit Space Control? Das verstehe ich nicht ganz. Dann machen wir was? Okay, egal. So, alles kaputt machen. Okay. Aber offenbar kommen wir jetzt hier schon nicht durch. Doch, natürlich kommen wir hier durch. Die Kinder kommen, die snacken wir. Okay. Oh, da ist Kot. Das Kind haben wir angeschaukelt. Das finde ich persönlich sehr schön, dass wir hier auch ein bisschen was Freudiges haben. Der Mann haben wir auch nicht. Da ist wieder die Ananas. Ananas eigentlich schon das zweite Mal, dass ich die Ananas vor einem Mann gerettet habe, der sie essen wollte. Okay, gut. Hat mir auch gut gefallen. Was passiert da gerade noch? Okay, gut. Wirklich schöne Level dabei. Machen wir nochmal ganz schnell weiter mit Stickman Crater. Okay, Strichmännchen, gucken wir mal. Welcome to Stickman Crater. Okay, was haben wir denn? Wir haben auf jeden Fall natürlich diese Augen hier. Bezeichnend für meine Generation. Gucken wir mal. Dann die Nose. Ja. Nasen mag ich eigentlich nicht so gerne. Okay. Da haben wir die Beine verloren. Und dann als Mund natürlich den hier. Das könnte ganz schön aussehen. Okay.
Was haben wir noch? Haare? Keine Haare. Haare, come on. Ha? Ha? Ham? Ham? Okay. Und nu? Körper? Ja, würde ich mal sagen. Den hier. Ganz relaxed. Schöne Sommerfigur. Oh, gleich sind wir tot. Müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Jetzt wird der Stickman geloadet, Alter. Das ist natürlich jetzt ein ausführlicher Komplex hier. Hui, guck mal, das sind wir. Sehr schön. Sehr cool. Muss man auch erstmal schaffen, das in Happy Wheels so zu bauen. Jetzt machen wir nochmal abschließend School Bus von Max. Same map, but with new people and minds. Okay. Ah, den kenne ich. Den kenne ich doch. Den haben wir schon mal gehabt. Ja, aber der ging voll in die Hose, weil wir jedes Mal hier... Oh, ich weiß nur nicht, wer wir sind. Wir sind offenbar Timmys Vater da vorne. Und wir lenken das Ding zum Erfolg. Oh nee, wir sind gar nicht. Wir sind der Segway-Guy. Ja, wir sind blöd gelaufen gerade. Wieso sind wir denn so nach oben gefetzt? Wir halten uns mal jetzt ganz easy hier am Sitz fest. Okay. Das sieht auf jeden Fall besser aus als eben. Ui, ui, unsere Beine sind irgendwie jetzt... Ui, ui, ui. Okay, wir fetzen gleich raus. Ich sag's euch. Die Karre dreht aber auch völlig durch hier. Wie hieß nochmal der Typ von den Simpsons? Otto? Der Busfahrer? Und von South Park gab's doch auch diese Mrs... Nee, Crabapple nicht. Wie hieß denn nochmal die... Busfahrerin bei South Park. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber cooles Level, auf jeden Fall. Jetzt habe ich nochmal ganz schnell Bock auf... Was machen wir denn? Was machen wir? Save the Watermelon. Melon. So, die haben wir auch. Ja, geil! Wow, aber wir haben sie ja gar nicht richtig gesaved. Vielleicht lag es daran. Geil. Super Abschluss, auf jeden Fall. Nee, aber ernsthaft, ich fand, da waren richtig coole Level dabei. Ich bin immer wieder fasziniert, was in Happy Wheels so möglich ist. Am geilsten war einfach auch allein schon das erste mit dieser Pixel-Grafik. Das hat mich doch fast schon wieder dazu animiert, mal wieder irgendein Oldschool 8- bis 16-Bit-Spiel zu spielen. Ich hätte mega Bock drauf. Ich weiß noch nicht, ob es da... Gibt es da irgendwas Aktuelles, was Bock bringen könnte? Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Ich hoffe in jedem Fall, dass ihr wie immer ein bisschen Spaß hattet. Wenn ja, dann lasst gerne eine Bewertung da. Wir hören uns nachher wieder, nicht vergessen, in einem neuen Projekt, das heute starten wird um 18.30 Uhr. Schaut da auf jeden Fall auch auf diesem Kanal vorbei, denn ich bin mit dabei und es wird ganz, ganz super cool. Und ansonsten hören wir uns, was Happy Wheels angeht, morgen wieder. Ich wünsche euch einen bezaubernden Samstag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Bergmann.